Hallo Welt, da sind wir wieder hier in der Red Rocket Raststätte, möchte ich sagen, aber es ist eigentlich der Red Rocket Stop und wir versuchen, die Sachen, die wir jetzt hier so aufgebaut haben, ein bisschen mit Strom zu verbinden, aber dafür brauchen wir erstmal Material. Material bekommen wir, indem wir Waffen verwerten, denn wir haben ja jetzt ein paar Angriffswellen mitgemacht, beziehungsweise uns wurde sehr groß geholfen dabei, vielen Dank nochmal an die Helfer. Ich weiß ja nicht, ob man das hört, also ich habe bei mir das eigentlich ausgeschaltet, Audio. Könnte ich ja mal wieder einschalten, so Gebietsaudio wenigstens. Also, ich weiß nicht, ob wir uns das schon mal angeguckt haben. Ich gehe mal ganz kurz rein ins Menü. Man kann hier bei den Einstellungen, also bei Spiel nicht, bei Audio natürlich. Da kann man hier diesen Voice Chat einschalten. Und da habe ich das natürlich auf keine geschaltet. Denn am Anfang hatte ich mich auch gewundert, dass ich andere Leute, andere Spieler gehört habe und auch andere Streamer oder Let's Player. Und dann kann man das auf automatisch schalten, auf Gebiet und auf Team. Und ich habe das natürlich ausgeschaltet, damit wir da jetzt nicht so groß gestört werden. Es sind natürlich dann auch in der Beta-Phase zumindest, als wir das so rausgefunden haben, es sind natürlich dann teilweise auch gemischte Server und dann versteht man ja sowieso nicht, in anderen Sprachen jetzt, es sei denn, man ist der Sprache mächtig. Ansonsten versteht man da vielleicht dann auch nicht jedes Wort. Und ja, wenn wir ein Let's Play Together hier mit Sacrifice oder mit Sarah Sarah dann aufnehmen, dann machen wir das ja über anderes, über TeamSpeak, Skype, Discord oder was auch immer. Und da brauchen wir dann diese Funktion nicht. Wobei ich die sehr gerne mal ausprobieren wollen würde, denn das bringt ja nochmal eine ganz andere Stimmung hier. Also das ist dann ja etwas angepasster an den Sound in Fallout 76 und von daher würde ich es gerne mal wenigstens ausprobieren. Ja, vielleicht können wir das ja mal ausprobieren. Ich bin heute am Krächzen, habe ich den Eindruck. Das ist mir vorhin schon so irgendwie aufgefallen. Ja, so ein Aufnahmemarathon hinterlässt natürlich auch irgendwo seine Spuren. So, die 10 mm, ja, da bekommen wir doch sicherlich Schrauben raus. Das können wir, nee, Stahlschrott. Das können wir alles verwerten hier. Die Armbrust hätte ich ganz gerne behalten. Ach so, Moment. So, Blei, jawohl, Bleischrott, sehr schön. Na echt, die sind hier mit einem Gehstock angekommen und haben hier auf unsere Generatoren mit einem Gehstock drauf geknüppelt. Ja, das behalten wir. Und ich glaube, das war es dann schon mit dem Verwerten. Ja, die Bierflaschen, ich weiß immer noch nicht, warum die nicht mitverwertet werden. Ich kann es mir denken. Ach ja, jetzt ist es mir eingefallen. Ding, da ging mir ein Licht auf. Ich kann es mir denken, wollte ich erst sagen, denn die Baseballs, die werden ja auch nicht verwertet. Und daraus kann man ja Baseballgranaten machen. Ah, und aus Bierflaschen kann man Molotow-Cocktails herstellen eventuell oder noch andere Sachen. Und deswegen werden die wahrscheinlich nicht mitverwertet. Finde ich sehr gut. Hey, und wir können immer noch keine 308er Munition herstellen. Wir haben zu wenig Blei. Ja, das heißt, wir müssen den Schrottgenerator hinten unbedingt mal anschließen jetzt. Und die anderen Munition, ja, wir könnten ja wenigstens Schrot machen. 12 ist besser als nichts, oder? Ja, oder wir warten. Vielleicht brauchen wir das Blei doch, um da noch irgendwie was zu verbinden oder zu reparieren oder so. Ja, wir müssen ja oben noch ein paar Stromgeneratoren aufbauen. Die brauchen ja alle noch Strom und da gehen wir mal nach oben und gucken, wie wir das am besten machen. Ja, wir können ja schon mal vergleichen, was so ein Stromgenerator an sich kostet und was dann die Reparatur eines solchen kosten würde. Und ihr habt natürlich den Vorteil, hier ist jetzt niemand mehr, oder? Gucken wir mal auf die Karte. Nö, irgendwie ist hier gerade keiner mehr. Aha. Denn dann nehme ich lieber das Wasser hier raus, bevor das Ding gar nichts macht. Haben wir das wenigstens. Und beim nächsten Mal haben wir wieder zwei Teile. Generatoren reparieren. Schrauben sollten wir aus den Waffen jetzt haben, hoffe ich.
Nein, Schrauben brauchten wir gar nicht. Zahnräder brauchen wir. Oh, ja. Okay. Ach so, wir haben das hier gar nicht verbunden. Na, dann reicht das doch schon an Energie für da drüben. Ach so. Alles leuchtet hier. Das finde ich übrigens auch eine sehr schöne Sache, dass die diese Stromleitungen jetzt leuchten, wenn sie Strom haben. Jo, das lügt. Und das auch. Das heißt, wir sollten doch jetzt Schrott bekommen. Nur die Frage, die ich mir stelle, wie viel Schrott bekommen wir hier raus? Und wo bekommen wir den Schrott hier raus? Und was für einen Schrott bekommen wir da raus? Und wo wird er hingelagert? Hm. Was sagt denn die schlaue Karte dazu? Wer ist das denn hier in der Nähe? Ach so, Headbutt Joe. Aha. Ach, Müll 1. Okay. Ach, das wird wahrscheinlich dann in meine Kiste gelagert, aber da ist ja kein Platz mehr drin. Es soll hier Nahrung geben. Also ich weiß jetzt, ich weiß nicht, wie man das hier rausfinden kann. Produziert 25 Schrott pro Stunde. Ja, weiß ich nicht. Gucken wir uns noch öfter mal an. Irgendwann werden wir rausfinden, wo der Müll dann landet. Ach, hier haben wir nochmal. Das ist aber Aluminium, oder? Ne, Mineralien. Stahl. Ach so. Ja, Stahl haben wir ja eigentlich ziemlich viel. Aber wir könnten eventuell von hier Energie nehmen. Oder wir gehen oben lang. Ja, gehen wir oben lang. Ist ordentlicher, glaube ich. Ja. Ja. Ansonsten hätte ich nämlich gerne, was jetzt auch irgendwie leer ist und was laufen könnte. Ich hätte ganz gerne Lebensmittel und sowas angepflanzt. Da können wir zum Beispiel Kleber oder was rausziehen. Ja, wenn wir Gemüsestärke herstellen. Haben wir ja bis jetzt noch nie gemacht. Wir haben irgendwo mal Gemüsestärke gefunden, eine Dose. Aber wir hatten da keine Zeit, mal reinzugucken bis jetzt. Was wir da rausbekommen, ob wir da wirklich dann Kleber rausbekommen. Kleber brauchen wir ja immer, um Modifikationen an Waffen anzubringen, zum Beispiel. Da ist uns das aufgefallen, dass uns das immer fehlt. Ich glaube, dann lassen wir jetzt mal diese elektrischen Sachen irgendwie sein. Die Pumpen arbeiten. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Und wir suchen jetzt mal, hier soll es ja auch Lebensmittel geben. Oder sind damit Plätze gemeint? Wenn man auf die Karte guckt, da steht ja auch... Hier, Essen 5, Wasser 8. Also frage ich mich, ja gut, wir haben jetzt nichts, das ist alles verdorben, was wir da hatten. Aber vielleicht gibt es hier irgendwo 5 Büsche oder so, die hier rumstehen. Wir gehen mal suchen. Ich glaube, als wir die Kerne für hier gesucht haben, da hatten wir irgendwo Büsche unterwegs gesehen. Ich glaube, das war hier irgendwie außerhalb der Siedlung so ein bisschen. Aber ich meine, da konnte man was sammeln. Pflücken. Brombeeren wenigstens schon mal. Ja, den ganzen Weg möchte ich jetzt eigentlich nicht gehen. Wahrscheinlich haben wir es sogar. Ah, da. Ja, Brombeeren. Okay. Ich dachte schon, wir hätten das vielleicht eingesammelt. Ja, da können wir ja schon mal so 3 Stück aufbauen. Ist besser als nichts. Oder 4 hier.
Das ist doch schon mal ganz gut. Und dann wächst da was. Und wir sehen auch mal, wie das funktioniert mit dem Wachsen und so. Und vor allem 5 können wir angeblich. 5 Nahrung bekommen wir hier raus. Ach, da ist hier doch bestimmt noch was anderes. Das, Moment. Wir bekommen nukleares Material. Da können wir so eine Raffinerie hier draufstellen. Oder wir können Müll extrahieren aus dem Boden irgendwie. Und Essen und Wasser. Das heißt doch wahrscheinlich, dass wir hier sowas wie die Verkaufsautomaten. Vielleicht können wir irgendein Geschäft hier noch aktivieren. Wir haben uns ja auch den Terminal da noch gar nicht angeguckt. Aber eins nach dem anderen. Jetzt bauen wir erstmal schnell hier die Brombeeren auf, bevor uns die auch noch verderben. Können wir die vielleicht aufs Dach auch stellen? Ich baue immer ganz gerne oben was. So ein Dachgarten. Gartendach. Oh ja, hier können wir das doch schon hinstellen zum Beispiel. Ich glaube, wir können wesentlich mehr, ja, da können wir mehr als 5 aufbauen. Das ist also nicht gemeint. Dann wird das so sein, wie ich gerade sagte, dass man hier irgendwas noch aktivieren kann, das dann Wasser produziert und das dann auch Nahrung produziert. Da brauchen wir vielleicht gar nichts hier aufzubauen, aber trotzdem, was wir haben, das haben wir. Werden die bei einem Angriff nicht sofort zerstört? Ja, sofort. Wir hatten das ja schon in Spruce Knob damals, haben wir das beobachtet, dass die Wölfe, die da angegriffen haben, die sind als erstes an die Pflanzen gegangen und haben die kaputt gemacht. Da weiß ich nicht, ob die wieder nachwachsen. Das muss man alles so im Laufe der Zeit mal rausfinden. So, das war's aber leider schon. Oder können wir sofort ernten? Nein, können wir nicht. Ja gut, dann gucken wir uns vielleicht wirklich mal um und gucken, was der Terminal da, was das Terminal da noch hergibt für uns. Da können wir doch bestimmt irgendwie noch was herausfinden, was die Siedlung kann. Hier sind übrigens noch mehrere Terminals. Hier ist auch noch ein. Ach so, nee. Kaputte Terminals. Ja gut, damit können wir nicht so viel anfangen. Vielleicht können wir sogar irgendwelche Protektrons oder so zum Schutz aktivieren. Oder bauen. Oh, jetzt können wir aber mal ganz in Ruhe hier gucken. Wartungsprotokolle, da waren wir, glaube ich, stehen geblieben. Nein, das hatten wir noch gar nicht. Den Zeitplan, Bestellung und Lieferung. Okay, wir sind hier im Red Rocket Megastop Service Terminal. Nur für Mitarbeiter von Red Rocket Megastop. Bitte auswählen. Wartungsprotokolle also. 1.10.77, 15.47 Uhr. Conway. Habe mit RR Einheit 7 routinemäßig Wartung durchgeführt und Korrosion um den Kern herum festgestellt. Habe den Bot vorerst aus dem Verkehr gezogen und Ersatz angefordert. 3.10.77 um 9 Uhr. McLean. Alle Protektrons mit Ausnahme von RR Einheit 7 aktualisiert. Warte immer noch auf Kernlieferung. Aha, die Kerne haben wir ja geliefert. 4.10.77, 11.45 Uhr, Conway, Kern erhalten. RR-Einheit 7 reaktiviert und Firmware aktualisiert. Ist wieder startklar, sicher für Rotation. Und am 10.10.77, 21.10 Uhr von Byers. Einige Bots zeigten heute seltsame Macken. Einheit 3 reagierte nicht mehr und brauchte einen Neustart. Einheit 5 schrammte an der Seite eines Autos entlang und trennte den Seitenspiegel ab. Habe Laufwerke beider Einheiten gelöscht und vollständige Diagnose durchgeführt, aber keine offensichtlichen Fehler gefunden. Vielleicht sollten wir die Einheiten für eine gründliche Untersuchung an Robco zurücksenden. Das waren die Wartungsprotokolle, dann haben wir hier den Zeitplan. Dieser Zeitplan muss eingehalten werden, um die höchstmögliche Leistung der neuen Red... Ja, okay. Oh, da lernen wir ja noch mal was. Die große Frage ist, nachdem wir jetzt so lange verteidigt haben, das Ding, sind denn die Sachen immer noch da? Werden wir jetzt sehen.
Ein unbekannter Fehler ist aufgetragen. Treten zurück zum... Okay. Also es passiert auch ausschließlich nur, wenn wir bauen. Welt konnte nicht gefunden werden. Okay. Welt gefunden. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Oh, habe ich gar nicht mitbekommen. Stufe 24 sind wir. Gut, was machen unsere Pflanzen? Ja, ach, ich weiß ja. In den anderen Siedlungen war dann alles weg. Aber vielleicht ist es diesmal nicht so, dass alles weg ist. Wir haben ja ziemlich lange durchgehalten und hatten auch Unterstützung. Nö, ist alles weg. Ja, ach. Ja, yippie, okay. Ja, liebe Welt da draußen, das mit dem Bauen hatte ich schon mal gesagt. Wir lassen es lieber bleiben. Oder Moment. Ach so, wir können ja nicht im Baumenü gucken, weil wir die jetzt nicht beansprucht haben. Ja, wir müssen die also komplett dann jetzt neu erobern, die Siedlung. Und wie ich sehe, sind natürlich andere Leute jetzt auf dem Server. Ich sagte schon in der letzten Siedlung, an diesem Kraftwerk, die auch sehr, sehr groß war. Und als das da passiert ist, sagte ich ja schon, ja, da warten wir lieber mit dem Bauen noch. Das scheint nicht so richtig zu funktionieren. Oder aber wir verstehen es nicht richtig. Nee, das sind alles wieder andere Leute, die jetzt hier sind. Also da wird uns wohl auch niemand hier unterstützen oder so. Es stand ja auch da, Surfer wurde nicht gefunden vorhin. Wir lassen das mal und verfolgen dann unseren Plan lieber weiter. Das heißt, wir gehen in diese Richtung hier oben, zu dem markierten Ort und sehen dann zu, dass wir also so schnellstmöglich dann wieder hier zum Leuchtturm kommen, denn da wollten wir dann ja mal das Camp ausprobieren und das wird eine ganz andere Geschichte sein als jetzt die Siedlungen, die man hier so einnehmen kann. Ja, kann ich nicht sagen. Also an meiner Leitung kann es nicht liegen, glaube ich. Ich habe eine ziemlich schnelle Leitung. An meinem Computer könnte es allerdings schon liegen. Da mein Rechner, ja genau, der unterstützt ja nicht die Minimalanforderungen, von daher ist das schon gut möglich. So, wie sieht's denn aus mit uns eigentlich hier? Keine Munition? Ja, genau, und auch kein Schrott wahrscheinlich. Moment, das hier war doch nur so ein kleines Lager, das brauchen wir eigentlich nicht zu öffnen, oder? Aber vielleicht ist ja irgendwas Sinnvolles hier drin. Ha, da geht das Sammeln wieder los. Haben wir denn das Wasser wenigstens?
behalten. Ja, das haben wir behalten. Schade, ich hätte jetzt so gerne mal im Baumenü nachgeguckt, ob denn die eingelagerten Sachen wenigstens noch da sind. Da liegt er. Nö. Aber das können wir ja immer noch gucken. Wir werden wahrscheinlich noch... Das wird nicht die letzte Siedlung sein, die wir gefunden haben. Nö, ich guck, dieses Piepen heißt doch, dass wir einen weiteren Code vielleicht bekommen. Für eine Rakete. Aber das Piepen scheint diesmal aus der Werkstatt zu kommen. Hierher irgendwie. Ja, hier ist es doch wesentlich lauter. Ja, das kommt diesmal aus der Werkstatt. Na, wie teuer ist denn hier die Munition? Oh, das ist teuer. 10 Schuss sollten wir uns wenigstens dann mal gönnen. 40? 80. 92, okay. 96? Ja, 96. Rathematik. Okay. Okay, dankeschön. Ja, und nichts wie weg von hier. Wir haben ja ein Ziel vor Augen. Gucken wir uns das eben an. Oh. Oh, so ein großes Bad. So ein großes WC? Nein, ja. Nein. Da ist, glaube ich, die Wand durchgebrochen. Nö, das ist so groß. Es ist ja auch eine gigantische Raststätte hier. Ist ja auch total groß alles. Ja, Papier kann man ja immer gebrauchen. Ach komm, wir nehmen das alles mit. Wir brauchen Blei und alles. Fallout 76. Überall sind diese beinlosen Skelette zu sehen. Ja, nicht überall. Aber der hat hier sein WC-Papier noch gut festgehalten. Verteidigt bis zum Schluss. So, wenn ich in den Himmel fahre, dann habe ich wenigstens Klopapier dabei. Wer weiß, ob es da was gibt. Ja. Ja, wenn, dann haben sie sicherlich nicht meine Lieblingsmarke. Also, nehme ich lieber so eine Rolle mal mit. Sehr gut. Was habe ich da gehört? Eine Red Kakerlake ist hier. Das ist der Durchbruch. Aha. Stellt sich die Frage, waren das die Männer oder waren das die Frauen, die den Durchbruch da gemacht haben? Okay, wir sind hier bei den Frauen gerade. Sie hat noch ein Red Skorpion-Ei gerettet. Ich glaube nicht. Ich glaube, irgendjemand anders kam hier schon her und hat das da reingelegt. Oh.
Ach, den haben wir doch schon gesehen letztens. Da waren wir doch letztens schon hier. In einer der letzten Folgen und hier übrigens auch. Mit Zahnpasta und Zahnbürste und einem Glas Wasser. Wurde hier das Klo gereinigt. Vielleicht hat sich aber, wenn ich das Glas Wasser sehe, vielleicht hat sich hier auch nur jemand die Zähne geputzt und das Wasser aus dem Klo genommen da. Ja, gepflegte Zähne müssen sein. Auch in der Postapokalypse. Oder gerade, vielleicht sogar besonders in der Postapokalypse. Nein, die sind immer wichtig. Zahnschmerzen mag niemand. Wow. Also einmal können wir noch unser... Oh nein. Einmal können wir noch unseren... Ach, da kommt einer. Weglaufen. Unseren Schrott verwerten, wollte ich sagen. Können wir noch einmal? Oder Moment, wenn hier jetzt wirklich nur noch zwei Verbrannte rumrennen, dann könnten wir die eigentlich doch erwischen und dann mal gucken, ob die Sachen eingelagert wurden, die wir da gebaut haben. Wäre ja doch interessant zu wissen, meine ich. Also, ich möchte das wissen. Na du? Blei. Das Radio ist an, natürlich. Oh, wo stand denn das Radio jetzt nochmal? Irgendwo haben wir es doch gefunden. Das war aber gut versteckt. Unsere Truhe. Was sagt die denn eigentlich? Boah, vom Gewicht her hat sich da nichts getan. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwas dazugekommen wäre. Ja, komm, dann können wir auch alles mitnehmen hier. Juhu, ja, wir gehen wieder auf Erkundungstour gleich. Öl. Ja. Ah, Musik, okay. Wo ist es? Ich habe schon eine Red Kakerlake gesehen da drüben. War das hier? Das Radio? Nein. Und war es hier? Nein. Oh, aber so viel Kleber hier. Super. Hier, da ist es doch. Ja, gut. Also alleine zum Looten, man muss ja die Siedlung nicht gleich einnehmen. Oh, Moment, wir können die Siedlung doch jetzt einnehmen. Oder? Ist da noch irgendwo einer? Hier ist noch einer versteckt, glaube ich, irgendwo. Ja, der hat aber hier gearbeitet vorher. Moment, verstehen wir vielleicht diesen Text nicht? Vielleicht steht hier irgendwas. Möchtest du 25 Kronenkorken ausgeben, um diese Werkstatt zu beanspruchen? Ja, nicht gerne, aber okay. Wenn es dann unsere ist, gerne. Dies könnte einen PvP-Kampf gegen Spieler zur Folge haben, die sie dir wegnehmen möchten. Ja, aber macht ja keiner, oder? Mir geht's jetzt echt nur darum, um einmal zu gucken, ob unsere Sachen dann noch da sind. Ja gut, automatisch stehen sie natürlich nicht hier. Ach, wo haben wir das denn her? Ach so, können wir gar nicht. Haben wir gar nicht.
Ja, wenigstens bekommt man jedes Mal, wenn man das macht, vom Surfer geflogen ist, als Trostpflaster, bekommt man wenigstens jedes Mal hier so einen Bauplan dazu. Kürzlich? Nein, gelagert. Oh. Gelagert? Gelagert ist gar nichts. Also selbst die Sachen, die wir gelagert haben, sind nicht gelagert. Ja, wir haben noch wenigstens die Geschütztürme haben wir ja gelagert, aber die sind auch nicht mehr gelagert. Also von daher, schreibt es in die Kommentare, ich verstehe das überhaupt nicht, denn das macht alles überhaupt gar keinen Sinn für mich. Also die Baupläne verstehe ich jetzt, ja gut, wenn man die Sachen hier hat, dann kann man ja immer hier so schön runtergehen und dann hat man die Sachen, die man schnell haben will, eben schneller. Das ergibt also insofern dann bei diesem großen Menü, bei dem, was man hier alles bauen kann, ihr seht das ja, das ist so viel. Da ergibt das natürlich Sinn. Irgendwo. Also es kommt mir so vor, als wäre das Baumenü alleine auch schon viermal so groß wie bei Fallout 4. Und da ergibt das mit den Blaupausen dann vielleicht doch Sinn, dass man da eben sagt, die Sachen, die wir sowieso immer brauchen, die packen wir als Blaupause da rein, dann haben wir sie immer sofort parat. Aber ich hätte jetzt gedacht, Blaupausen, man baut das so auf eben. Also man holt eine Blaupause raus und dann würde alles, was man vorher so gebaut hatte in der Siedlung, Häuser oder was auch immer, das würde dann genau an der Stelle wieder so stehen, wie es eben auf der Blaupause steht. Ja, ich lerne ja noch. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ich da irgendwas falsch verstehe oder wie ihr das so seht. Wie das bei euch so funktioniert, ob bei euch die Sachen auch jedes Mal weg sind. Aber nochmal, ganz, ganz wichtig, Erinnerung an mich. Ja, hier wird nichts gelagert, also ergibt das Ganze gar keinen Sinn, so eine Siedlung zu bebauen hier, auch wenn man es könnte. Gut, liebe Welt da draußen, ich beende mal die Folge hier und denke, in der nächsten Folge werden wir auf Erkundungstour gehen und wir streben damit an, nee, wir werden noch weiter looten gehen hier. Weil wir brauchen Schrott, um Munition und so weiter wieder herstellen zu können. Wir werden... Du bist freundlich, oder? Ja. Wo kommt der denn her? Wir brauchen Munition, also wir werden anstreben, eben das Camp auszuprobieren. Ich schütze und diene. Denn ich vermute mal, dass es damit besser läuft. Und eins dürft ihr auch nicht vergessen, mein Rechner, ja, der kann das eigentlich gar nicht. Oh, Moment, wir können auch überall das Essen nochmal einsammeln. Da war doch hier so viel. Ja, klar. Ja gut, wer cheaten möchte, merke ich jetzt gerade so. Wer unbedingt cheaten möchte und nichts mehr zu essen hat, der braucht ja einfach nur auszumachen und auf einen anderen Server zu gehen. Und dann sind ja die ganzen Sachen, wie man jetzt sieht, alle wieder da. Ja gut. Wir machen das jetzt einmal, weil wir es können, weil es ja jetzt nicht unser Verschulden war, weil jetzt keine Absicht. Das ist ja jetzt ein glücklicher Zufall und als Trostpflaster machen wir das jetzt. So. Immerhin sind ja unsere ganzen Sachen auch weg. Dann, ja, okay, die Kisten sind zwar nicht wieder voll, aber da verstehe ich nicht, wie das irgendwie mit der, was womit jetzt zusammenhängt. Da blicke ich noch nicht so ganz durch, auch mit den Speicherpunkten und mit den Gegnern auch. Denn wir hatten ja beim letzten Angriff jemand, also einen Gegner, der Stufe 54 war. Und dann habe ich gesehen, ja, da war jemand, der uns geholfen hat, der Stufe 54 war. Ob dann Gegner irgendwie gebunden sind an den jeweiligen Spieler oder... keine Ahnung. Von daher wäre es vielleicht das Beste, wenn man eine Siedlung hat, wenn man das mal versteht, nicht so wie ich jetzt, dass man eine Siedlung hat und sich dann nur von niedrig gelevelten helfen lässt. Dann greifen ja vielleicht auch nur Ghule und Gegner Stufe 6 an oder so. Wie dem auch sei, ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.